Wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Ich melde mich in der Früh schon aus dem Fitnessstudio, live bei mir. Ich habe die Jungs gerade in den Kindergarten gebracht. Es ist so schönes Wetter. Es soll heute nicht regnen, 25 Grad werden. Ich freue mich richtig auf den Tag. Ich habe so richtig Lust, produktiv zu sein. Ja, ich habe gerade schon beim Kinderarzt angerufen und gefragt, ob wir eine... Also man kriegt keine Überweisung mehr zum Osteopathen, sondern man kriegt eine Empfehlung sozusagen. Und dann kriegt man eine Bezuschussung von 40 Euro bei der Krankenkasse. Ja, und das habe ich jetzt bekommen, richtig nice. Ich habe da jetzt gerade am Telefon so ein bisschen was erzählt, erklärt. Und das werde ich dann später, dem gesagt, in so einer Stunde kann ich es abholen. Und ja, deswegen, ich mache jetzt eine Stunde, anderthalb hier. Dann fahre ich zum Kinderarzt, hole die Papiere ab, sowohl für Malia als auch für Lara. Und dann geht es wieder ab nach Hause. Und auf dem Weg zum Kinderarzt oder auch zu Hause nach Hause erzähle ich euch dann vom Osteopathentermin gestern. Ich habe es gestern nicht mehr gepackt, bin ich ganz ehrlich. Wir haben gestern so viel noch gemacht, auch im Garten, die ganze Lounge zur Seite geschoben, mal alles geputzt und gekehrt und abgespritzt mit Wasser und ach, keine Ahnung. Gestern war irgendwie noch voll die Action gewesen. Deswegen habe ich mich nicht mehr gemeldet. Ich bin irgendwann tot auf die Couch gefallen. Genau. Aber ich werde auf jeden Fall jetzt dann gleich berichten. Aber jetzt wird erstmal ein bisschen Sport gemacht. So, da melde ich mich mal. Wir haben mittlerweile 9.40 Uhr. Ich war etwas über eine Stunde ungefähr da gewesen. Ich habe Crosstrainer gemacht, dann verschiedene Sportgeräte und dann wieder jetzt zum Schluss Crosstrainer. Genau. So, jetzt muss ich hier wieder außen rumfahren. Gott, bin ich froh, wenn diese Baustelle vorbei ist. Das ist ja so nervig. Ja, ich habe während ich... Sport gemacht habe, habe ich gerade die Wiedersehensfolge von Make Love, Fake Love geschaut. Ich liebe ja so Trash-TV, gell? Also der eine liebt es, der andere hasst es, an alle, die es lieben. Wie verrückt war diese Staffel, bitte? Oh Gott. Naja, egal, auf jeden Fall. Ich finde diese Wiedersehensshows immer so super interessant, weil es dann halt eben... Ja, weil die dann ein paar Wochen reales Leben miterlebt haben, diese ganzen Reality-Stars. Und man dann halt eben weiß, okay, jetzt waren sie irgendwie mal im echten Leben ein paar Monate. Und dann ist interessant zu wissen, sind die dann eben noch zusammen, die jeweiligen Paare, die sich dann da gefunden haben? Oder halt eben nicht, hat es nur fürs Reality-TV sogar sozusagen gelangt. Ja, egal. Völlig egal, viele von euch haben es bestimmt gar nicht geguckt und wissen gar nicht, wovon ich rede, deswegen ich muss ein bisschen Fenster aufmachen. Klimaanlage anzuschalten macht jetzt gar keinen Sinn, ich krieg davon auch immer Halsschmerzen. Ich wollte jetzt mal kurz berichten, wie es beim Osteopathen gestern war. Also meine Schwester und ich sind dort angekommen, das war eine Frau, die super, also ich glaube, mehr geeignet für diesen Job geht gar nicht. Die war total ruhig, gelassen, total empathisch und sympathisch. Ja, hat uns erstmal befragt. Meine Schwester gerade getroffen, die ist gerade Gassi. Also, sie hat uns erst einmal befragt. Nach und nach. Lara war zuerst dran. Und sie hat mich wirklich von Schwangerschaft angefragt, ob in der Schwangerschaft Komplikationen gab, weil sie meinte, es gibt halt eben auch zum Beispiel Situationen, wo ein Kind im Bauch schon irgendwie komisch liegt, viele Wochen in der gleichen Position, wo vielleicht irgendwas eingeklemmt ist oder, womit ein Kind im Nachhinein Probleme haben kann. Also viele denken da gar nicht drüber nach. Es kann wirklich schon im Mutterleib dazu kommen, dass im Nachhinein irgendwelche körperlichen Probleme irgendwie da sein könnten. Ja, aber fahr komplett über die Linien. Sag mal. Genau, und da sollte ich so ein bisschen über die Schwangerschaft berichten, dann natürlich über die Geburt, dann jetzt über die ersten Wochen, Monate. Sie hat wirklich alles Mögliche gefragt, sich dann ein Bild gemacht und dann haben wir losgelegt. Wir waren in einem Raum gewesen, wo wirklich, also es war so eine sehr angenehme Atmosphäre. Da ist aber auch so ein Brunnen, der so geplätschert hat und es war so richtig, man hat sich wirklich so total Wellness, es war so ein Wellness-Feeling halt eben gewesen.
Und dann hat sie angefangen, Lara so auszuziehen. Also erstmal hat sie sie hingelegt und sich erstmal so ein bisschen rangetastet, bekannt gemacht sozusagen, hat ihr Spielzeug gegeben. Lara hat es direkt angenommen, aber Lara ist auch noch nicht in der Phase, wo sie sonderlich fremdelt, muss man echt sagen. Also manchmal, wenn es wirklich so von jetzt auf gleich ist, also zum Beispiel beim Kinderarzt war das ja jetzt letztens so gewesen, aber der kommt auch rein und nimmt sich die Kinder immer direkt und macht dann die Untersuchung. Und der hat natürlich keine Zeit, so wie die Osteopathin, sich langsam ranzutasten, das Kind erstmal sozusagen sich dran gewöhnen zu lassen, sowas. Deswegen war das jetzt nochmal was ganz anderes. Also es hat super funktioniert. Lara hat nicht einmal irgendwie geweint oder irgendwas. Es war so ein schöner Termin. Also es war wirklich super gewesen. Ich kann mich wirklich gar nicht beklagen. So, mal kurz im Schatten geparkt. Ich muss trotzdem ein bisschen die Türe aufmachen. So, genau, also sie hat sich dann so langsam herangetastet, hat ihr auch Spielzeuge gegeben und hat dann Lara nach und nach ausgezogen. Erstmal die Söckchen, hat sich dann die Füße angeguckt und die Füße massiert. Also sie, das eigentlich war es die ganze Zeit, also sie hat nach und nach immer was ausgezogen und am Ende war sie nur noch in der Windel gewesen. Und es war eigentlich die ganze Zeit so, dass sie sie massiert hat und dann irgendwo auch immer mal Druckpunkte hatte, wo sie ein bisschen länger so gedrückt hat und auf der Stelle sozusagen massiert hat und dann aber auch wieder längliche Bewegung, kreisende Bewegung. Also es war im Prinzip wie so eine Massage, wo sie nach Punkten geschaut hat, wo irgendwas nicht gut ist und hat sich dann da länger mit beschäftigt sozusagen. Und hat dann auch immer wieder... sie lag mal auf dem Bauch, mal auf dem Rücken, mal auf der Seite, mal hat sie den Kopf halt eben auch in den Händen gehabt und genau, hat dann auch ein paar Übungen gemacht mit dem Drehen zum Beispiel. Da hat sie sie am Bein so leicht nach oben und dann hat Lara sich schon alleine gedreht und auf der anderen Seite brauchte sie ein bisschen mehr Unterstützung. Bei der einen Seite meinte sie auch, da glaubt sie, dass sie sehr wahrscheinlich eine Physiotherapie braucht, weil, und das ist der Grund, warum sie so steif ist, sie hat ihre komplette Außenmuskulatur, also hier die Außen, also die Oberarme praktisch von außen und außen komplett die Schenkel, die hat gesagt, die sind extrem stark, also sie hat richtig starke Muskulatur und dafür hat sie innen gefühlt gar keine Muskulatur. Deswegen hat sie ihre Arme auch immer so und nicht locker runter, weil das so diese Außenmuskulatur halt eben ist. Und deswegen kann sie auch so gut stehen, weil das die Außenmuskulatur ist. Und deswegen kann sie sich noch nicht drehen, weil zum Drehen muss sie ja ihre Beine anheben. Und dafür braucht man die kompletten Innenschenkel, also alles, was innen sozusagen verläuft und auch hier die Seiten braucht sie, um sich rumzudrehen und ja, sie hat gemeint, es ist ein komplettes Ungleichgewicht der Muskulatur von Innen- und Außenmuskulatur. Die sind total im Ungleichgewicht. Das eine viel zu stark und das andere viel zu schwach. Genau, das hat sie direkt in den ersten Berührungen halt eben erkannt. Und genau, und bei ihr ist es auch so, bei dem einen Bein, das ist noch schwächer als das andere und da ist auch der Fuß, der ist nicht gerade, sondern der steht so ein bisschen nach außen und da hat sie gemeint, da wird wahrscheinlich eine Physiotherapie vonnöten sein. Und man weiß ja letzten Endes nie, woher das kommt. Das kann durch eine schnelle Geburt sein, 2 Stunden Geburt, ist natürlich sehr, sehr anstrengend und stressig für ein Kind und da kann natürlich das herkommen, kann aber auch, wie gesagt, schon von im Bauch sein, von was weiß ich. Also es gibt mehrere Sachen, wo es sozusagen der Grund sein könnte, ist aber auch völlig egal, woher der Grund kommt. Letzten Endes muss es halt, ist es ja jetzt einfach nur wichtig, dass das sozusagen behoben wird. Genau, und ja, wir haben jetzt eine nächste Sitzung gebucht. Also man braucht immer, es dauert immer so eine Woche, dass die ganzen dass die ganze Muskulatur und Nerven, das hat ja auch sehr viel mit Nervenbahnen zu tun, dass das alles jetzt durch diese ganzen Drucksachen, Massage-Drucksachen, dass das aktiviert wird. Das muss erstmal, der Körper muss das jetzt erst einmal sozusagen verarbeiten und es dauert immer ein paar Tage. Und deswegen, wir haben jetzt nächste Woche Mittwoch, also in 1,5 Wochen dann halt sozusagen. Wir hatten ja jetzt gestern den Termin, Montag, also 1,5 Wochen sind dann ungefähr rum bis zum nächsten Termin. Und dann machen wir das Gleiche nochmal. Genau, und dafür hole ich mir jetzt eben so eine Art
habe ich euch ja vorhin schon erzählt, das hole ich jetzt ab und dann kriegen wir nämlich einen Zuschuss, weil die Stunden kosten jetzt in unserem Fall 95 Euro. Und da kriegen wir jetzt von der Krankenkasse 40 Euro zumindest bezuschusst. Das ist sehr, sehr cool. Und ich glaube, man kriegt immer 3 Stunden oder so. Das muss ich jetzt gleich nochmal nachfragen. Und wenn das dann vorbei ist, dann werde ich halt schauen, wie es aussieht mit ihrem Drehen und mit ihren Beinchen und oder beziehungsweise Füßen. Und dann werde ich mich nochmal beim Arzt vorstellen und da dann mit dem gemeinsam sozusagen oder mit der Ärztin gemeinsam entscheiden, ob eine Physiotherapie sinnvoll ist, ob man das machen sollte. Genau. So viel dazu. Es war ein wirklich sehr, 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 sehr cooler Termin, muss ich echt sagen. Also die Frau super, super, super lieb und super auf die Kinder und auf uns eingegangen. Alle Fragen ganz lieb und nett und ruhig beantwortet, verständlich erklärt, mit den Kindern super umgegangen. Lara war kein Problem, die hat das komplett mitgemacht. Die hatte gestern einen super Tag. Malia hätte sowas eigentlich auch super mitgemacht. Die ist nur gestern schon super, super früh wach gewesen, um 6.30 Uhr oder sowas. Und war halt komplett durch, richtig übermüdet. Hat davor noch mal kurz irgendwie eine halbe Stunde geschlafen. Ist im Auto eingeschlafen und hat dort noch mal ein bisschen geschlafen, aber es hat halt bei weitem nicht gelangt. Und sie war dann bei der Behandlung schon ein bisschen quengliger, knatschiger. Und die, warum ich das überhaupt erzähle, ist, dass die Frau trotzdem da so richtig gut drauf eingegangen ist. Hat auch immer wieder zu meiner Schwester gesagt, nehmen Sie so ruhig hoch und so. Sie hat aber nicht geweint, geschrien oder sowas, sondern es war eher so ein Gemecker halt eben. Und ja, bei ihr haben sich auch einige Sachen halt eben jetzt herausgestellt. Und das ist so faszinierend, was eigentlich alles teilweise in unserem Körper sind, nur so Kleinigkeiten, die irgendwie verkehrt sind, sprich die irgendwie angespannt sind, wo Nervenbahnen durch verschiedene Muskeln und Verhärtungen oder sowas nicht richtig fließen können und dadurch hat zum Beispiel jemand dauerhaft Kopfschmerzen oder. Sie hat uns auch erzählt, wieso geht denn hier dieses Licht nicht aus, Herr im Himmel? Sie hatte uns zum Beispiel auch erzählt, ja, es gibt ja die ganzen Bürojobs, hat sie jetzt zum Beispiel als Beispiel genannt. Das ist halt eben eine unnatürliche Haltung, dieses 8-9 Stunden am Tag dauerhaft sitzen. Das ist halt eben einfach der absolute Schrott für unseren Körper. Und da sind halt viele, die dann halt eben sich Sachen einklemmen, Muskulatur ist irgendwie zu hart oder irgendwas eingeklemmt mit Nerven und bla und keine Ahnung was. Und dann gibt es viele, die dann zum Beispiel Kopfschmerzen haben und es aber gar nicht damit in Verbindung zum Beispiel bringen. Oder sonstige Schmerzen oder keine Ahnung was. Also wir haben jetzt von vielen Bekannten beziehungsweise Leute, die man mal kennengelernt hat aus verschiedenen Sachen. Da waren jetzt einige bei ihr gewesen, aber auch bei anderen Osteopathen. Und alle berichten eigentlich durchweg, dass als sie beim Osteopathen waren und sich behandeln lassen haben, dass danach ihre Probleme gelöst gewesen sind. Das ist so krass. Also es gab bis jetzt keinen einzigen, den ich gesprochen habe, von dem ich gehört habe, dass es hat überhaupt nichts gebracht. Also klar kann man jetzt nicht mit keine Ahnung was da ankommen, aber egal welche gesundheitlichen, körperlichen Beschwerden man hat, Krankheiten oder keine Ahnung was, kann man wirklich mit der Osteopathie sehr, sehr, sehr viel gut machen. Natürlich, wenn man irgendwie schwerwiegende Krankheiten hat, ich sage jetzt nicht, dass man die dort heilen lassen kann, um Gottes Willen, bitte nicht falsch verstehen. Aber es ist schon so, wenn jemand zum Beispiel dauerhafte Schmerzen irgendwo hat, dass man da einfach mal schauen muss, was auch im Körper verkehrt ist. Also wenn man zum normalen Hausarzt geht, dann ist es ja oft so, ah ja, da kriegt man Medikamente verschrieben, dann kriegt man irgendwie, ah ja, lass dich mal röntgen und mach mal dies und mach mal das und MRT und bla und keine Ahnung was. Dabei geht es manchmal viel, viel simpler, indem man einfach mal seinen ganzen Körper durchchecken lässt beim Osteopathen und mal anfassen lässt, wo ist vielleicht eine Verhärtung, wo können vielleicht irgendwelche Nerven nicht richtig fließen und so weiter und so fort. Manchmal ist es einfach viel, viel, viel simpler. Und
Das habe ich, also das ist jetzt gestern, so viele Sachen sind da noch zusätzlich, wo wir zum Beispiel gar nicht angesprochen hatten, wo sie dann was gesagt hatte, wo wir gesagt haben, ach stimmt, das hatten wir ja auch das Problem und keine Ahnung was, wo wir dann gesagt haben, ach ja, sind wir gar nicht auf die Idee gekommen, das anzusprechen und sie hat es aber schon sozusagen herausgefunden. Also ganz, ganz, ganz genial. Ich hatte noch nie zuvor Berührungen mit einer Osteopathin und ich bin echt am Überlegen, dass ich das irgendwie für mich vielleicht auch mal mache, weil ich habe ja auch einige Wehwehchen in meinem Körper. Und da habe ich echt, bin ich am Überlegen, dass ich das vielleicht auch mal machen soll. Da kann ja nur was Positives bei rumkommen, dass es einem danach besser geht. Also besser als irgendwie sich lauter Medikamente reinzuschaufeln. Also ja, so viel dazu. Ich kann jetzt natürlich nur von dem Termin an sich berichten, wie ich den empfunden habe. Ich kann noch nicht berichten, ob es irgendwas bewirkt hat. Es gibt manchmal auch Kleinigkeiten, wo man irgendwie mal nur eine Sitzung oder sowas hat. In der Regel, wir haben jetzt auch bei allen gefragt, die dort gewesen sind. Fast alle haben gesagt, dass sie zwischen drei und vier Terminen eben hatten. Und genau, also da bin ich auf jeden Fall sehr, sehr, sehr gespannt auf die Entwicklung der nächsten Wochen. Da bin ich super, super, super gespannt, ob sie da ein bisschen lockerer wird, entspannter wird, nicht mehr so steif ist, ob sie sich dann drehen kann, wie die Fußstellung wird und. Also ich bin super, super, super gespannt, auch bei meiner Schwester jetzt mit Malia. Also wir werden das wirklich, ja, ich werde alles haargenau beobachten und euch dann immer mal wieder Feedbacks geben, ob sich da was getan hat. Aber jetzt müssen wir, wie gesagt, erstmal ein paar Tage warten, dass der Körper sich erstmal ja daran gewöhnt, dass da jetzt eben viel gelöst wurde, gemacht, getan. Und da muss jetzt erstmal der Körper dann halt eben jetzt hinterherkommen mit, sozusagen. Genau. So, genug gequatscht. Ich gehe jetzt einmal zur Ärztin rein, hole die zwei Papiere ab und dann geht's ab nach Hause und dann werde ich mal erstmal was frühstücken. Ich habe noch nichts gefrühstückt, bin aber vollkommen fein mit. Ich versuche das jetzt auch so beizubehalten, dass ich wieder ein bisschen später, am Morgen ein bisschen später esse und abends halt so früh wie es geht. Ich habe gestern übrigens, wir hatten ja unsere Krumpir gegessen mittags. Das war so gegen eins haben wir gegessen, genau. Und dann am Abend, Leute, ich hatte den Heißhunger meines Lebens. Und das ist völlig normal. Seid da nicht zu streng und zu böse mit euch selbst. Schokolade, Süßigkeiten, Zucker wirkt im Kopf wie eine Droge. Also ich habe da mal einen Bericht gesehen, die gleichen Nervenzellen oder die gleichen Nervenstränge werden aktiviert, wie wenn man Drogen nimmt. Das ist das gleiche wie bei Kaffee und Co. Und da wird auch Belohnungssystem aktiviert und so weiter und so fort. Also was ich damit sagen will, wenn man von heute auf morgen zum Beispiel keinen Zucker mehr zu sich nimmt, dann hat man wirklich, da hat der Körper Entzugserscheinungen. Das ist richtig krass. Also wie krass der Körper eigentlich auf Zucker reagiert. Ich habe ja nicht gesagt, dass ich keinen Zucker mehr esse. Nein, mache ich nicht. Ich werde weiterhin auch Süßigkeiten mal essen oder mal zum Nachtischen Pudding essen oder auch mal einen Kuchen essen oder weiß der Geier was. Aber ich habe jetzt wirklich die letzten Tage, am Sonntag hatte ich ein Eis gegessen, nachmittags irgendwann, und ich glaube am Samstag war es auch ein Eis. Und das war's. Also ich habe wirklich gar nichts gegessen. Und gestern, ich hatte so einen krassen Heißhunger auf Süßigkeiten, auf Schokolade, Chips, alles mögliche. Ich habe echt gedacht, ich werde irre. Das ist wirklich wie jemand, der so, ich brauche jetzt eine Zigarette oder so. Das ist richtig krass gewesen. Und dann habe ich mir die Schokolade rausgenommen, die mit Proteinen ist. Also zumindest etwas. Und habe da eine Zeile von gegessen. Also jede Schokolade hat ja so Zeilen. Heißen die so? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall sind es drei Stücke gewesen und die habe ich gegessen. Es hat mir vollkommen gelangt und ich muss euch sagen, es war so lecker und ich habe mich extrem drüber gefreut, weil ich habe, als ich das letzte Mal mir Proteinprodukte gekauft habe, jetzt mach ich mal die Tür zu, weil hier ist gerade eine Frau mit ihrem Sohn, steht neben ihrem Auto. Und raucht eine. Super Vorbild. Danke für die gute Luft neben dem armen Jungen.
Ich hasse es. Es gibt nichts Schlimmeres für mich als Eltern, die in Gegenwart von Kindern rauchen. Und es ist scheißegal, ob man draußen an der erfrischenden Luft ist. Und man raucht irgendwo anders hin und nicht zum Kind oder sowas. Spätestens, wenn sie sich ins Auto setzen, das riecht man, das stinkt einfach. Boah, ich habe so eine Abneigung gegen Raucher, das könnt ihr euch überhaupt nicht vorstellen. Das ist so, so schlimm geworden bei mir. Also seit den Schwangerschaften eigentlich, ich kann es nicht mehr ab. Und wenn ich dann Leute sehe, die in Gegenwart von Kindern rauchen, ich würde denen am liebsten so eine scheuern. Oh mein Gott, ich krieg da wirklich Hass. Das sind Hassgefühle, die da in mir aufkommen. Egal, der eine kann es verstehen, der andere nicht. Wo bin ich denn jetzt gerade raus? Stehen geblieben. Die hat mich jetzt gerade richtig aus dem Konzept gebracht. Oh, krass. Genau, als ich das letzte Mal Proteinprodukte mir gekauft habe, also Proteinshakes, konnte ich schon immer gut trinken, haben mir auch viele verschiedene geschmeckt. Aber was ich zum Beispiel nie konnte, sind diese Proteinriegel, verschiedene Schokoladensorten und bla und keine Ahnung was. So nach dem Motto Ersatzschokolade oder Ersatzriegel und da ist dann Protein drin. Ich fand die immer alle nicht lecker. Also es gab dann mal den einen oder anderen, der okay geschmeckt hat, aber es war bis jetzt noch nie irgendwas dabei, wo ich gesagt hätte so, ja, schmeckt gut. Noch nie, wirklich noch nie. Das war das erste Mal gestern. Ich habe da reingebissen und dachte mir so, oh mein Gott, du schmeckst gut. Und ich habe mich so drüber gefreut, dass ich einfach was habe, wo ich weiß, so hey, komm, wenn du mal richtig Heißhunger hast. Das ist jetzt nicht so, dass ich sage, ich verdrück da die komplette Schokolade oder sowas. Sondern es war wirklich einfach nur so, als wenn ich mal richtig Heißhunger habe und ich brauche einfach mal diesen Geschmack von Schokolade, dann ist das eine super Alternative, weil es ist ja echte Schokolade. Das ist ja kein Ersatz. Es ist ja nicht so wie bei vegetarischen oder veganen Produkten, wo man sagt, das ist, schmeckt wie Fleisch, ist aber gar kein Fleisch. So ist es nicht. Das ist schon richtige Schokolade. Aber die ist halt wirklich viel, also da ist viel Protein und sowas drin, wo man sagen kann, so okay, komm, wenn schon Schokolade, dann wenigstens irgendwie eine gescheite Variante sozusagen. Genau, also die war super lecker. Also für die, die es jetzt im letzten DM-Haul von mir gesehen haben, den ich hier in den Blogs gezeigt habe vor ein paar Tagen, Sportbar oder Profit, ich weiß jetzt gerade nicht, wie die Marke heißt, die gibt es auf jeden Fall im DM und ich glaube, das ist eine Eigenmarke von DM, ich bin mir aber jetzt echt nicht sicher, ich bin da nicht drin gerade. Die hat jetzt super geschmeckt. Ich habe ja noch andere Produkte davon geholt, so Gums, so Gummibärchen-like und auch den einen Riegel und die werde ich jetzt dann halt eben alles nach und nach probieren. Aber die Schokolade hat gestern echt total meine Gelüste dann auch gestillt und es war vollkommen fein und es war echt super, super lecker. Also das mal ganz kurz als Feedback zu dieser Proteinschokolade. Wie gesagt, niemals gedacht. So, jetzt habe ich mal auf zu quatschen und werde mal die Sachen schnell holen und dann geht's endlich mal ab nach Hause und dann wird endlich mal gefrühstückt. Ich habe gerade etwas getan, was ich glaube ich noch nie getan habe, seit ich hier bei den Ärzten bin. Ich bin freiwillig Treppen gelaufen und zwar in den vierten Stock. Wollte ich nur mal kurz festhalten, habe ich noch nie gemacht. Läuft bei mir. Lara ist mittlerweile wach. Ich habe sie gerade mal umgezogen. Meine Schwester ist gerade draußen Rasen mähen. Rocky chillt hier, Miami chillt hier. Und Malia ist am Schlafen. Die beobachte ich hier übers Babyphone. Und ich bin hier nebenbei auch ein bisschen am Arbeiten. Dateien gerade von Handy auf Laptop ziehen und so weiter. Und ja. Okay, Süße. So, einige Zeit später. Wir mittlerweile schon 2.30 Uhr. Unglaublich, wie die Zeit gerade rennt. Ich habe gefrühstückt, mich dann eigentlich die ganze Zeit am PC beschäftigt. Unter anderem haben wir einen Urlaub gebucht. Ich freue mich so sehr. Ja, es war jetzt die ganze Zeit, waren wir am Überlegen, ob wir einen Mädelsurlaub machen wollen. Wieder haben wir ja die letzten Jahre immer gemacht, also meine Mama, meine Schwester und ich. Mal war der Lias mit dabei, mal waren wir nur zu dritt. Als wir schwanger waren, waren wir ja zum Beispiel in Mexiko. Davor das Jahr waren wir ja in Miami, New York. Davor waren wir in Venedig gewesen mit Lias zusammen und so weiter. Auf jeden Fall haben wir jetzt überlegt, okay, was kann man machen? Schönen Sommerurlaub, der jetzt dann aber eher, also meine Mutter hatte eher gegen Ende des Jahres halt eben Urlaub. Und
auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben uns wieder für Miami entschieden. Wir lieben diese Stadt einfach. Ich bin da jetzt dann schon zum dritten Mal. Ich könnte einmal immer wieder hingehen. Ich finde das, also ich liebe Miami. Ich finde, Miami ist so, wie soll ich sagen? Also jeder hat ja seine eigenen Wünsche an einen Urlaub. Bei mir ist es immer so, ich brauche irgendwie was, wo es warm ist, auf jeden Fall. Dann auf jeden Fall Meer, Strand, Palmen, das ist für mich dann so Urlaubsfeeling. Und wenn es dann auch noch so ist, dass man halt eben aus dem, also wenn man jetzt ein Hotel oder sowas hat, so ein All-Inclusive-Hotel in irgendeinem Resort oder sowas, dann kann ich auch dort bleiben. Ich finde es aber noch viel schöner, wenn man noch sagen kann, okay, man geht auch mal aus dem Hotel raus und erkundet sozusagen das Land, die Stadt, kann da schön shoppen gehen. Das ist etwas, was ich schon, also was für mich halt mein Urlaub sozusagen rundum perfekt macht, wenn diese ganzen Sachen halt eben gegeben sind. Deswegen fühle ich mich auch in unserem Hotel in der Türkei so wohl, weil es dort einfach so alles gegeben ist sozusagen. Also man hat ein schönes Hotel, das Essen ist toll, Strand, Meer, Palmen. Man hat aber auch die Möglichkeit rauszugehen und Shoppingmöglichkeiten ohne Ende und so weiter. Also das ist halt wirklich, finde ich toll. Aber in der Türkei ist ja so, da gehe ich wirklich nur über die Straße und habe da eine Straße, wo ich auf und ablaufe und dort die ganze Shoppingmöglichkeiten. Und in Miami ist es ja so wirklich, dass man wirklich rumfahren kann, verschiedene Sachen erleben kann. Klar, kann man in der Türkei auch, klar. Aber irgendwie ist es Miami nochmal so ein anderes Feeling. Keine Ahnung, generell Amerika. Es ist etwas, was mich ja schon immer angezogen hat. Ich wollte ja damals immer auswandern. Das war so ein ganz, ganz großer Traum von mir. Ja, auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben heute Morgen, oder was heißt heute Morgen, Wochen, die Flüge gebucht. Genau, wir machen das separat, die Flüge, und dann haben wir ein Airbnb. Wir waren das letzte Mal, waren wir in einem Hotel dort gewesen und hatten aber komplette Selbstverpflegung. Also in Miami gibt es, glaube ich, so ein, zwei Hotels, wo es All-Inclusive gibt. Also die Regel ist es, gar kein Essen. Es gibt aber auch einige Hotels, die Frühstück anbieten. Damals, als wir das erste Mal in Miami gewesen sind, da hatten wir zum Beispiel Frühstück noch mit dabei gehabt, was wirklich nichts Besonderes gewesen war. Es war so eine Kochnische, die haben da ein paar Sachen aufgestellt und da konnte man sich halt was nehmen. Ja, auf jeden Fall haben wir uns diesmal gedacht, mit Babys ist es viel cooler, eine Wohnung zu nehmen, wo wir dann mehrere Zimmer haben, wo wir dann auch getrennt schlafen können, dass die Babys sich nicht gegenseitig wach machen, wo wir eine richtige Küche haben und dort einfach in Ruhe frühstücken können, in Ruhe Abendessen können. Was heißt Abendessen? Abendessen werden wir wahrscheinlich immer unterwegs sein. Was ist wahrscheinlich? Also, wir haben es jetzt in der Vergangenheit so gemacht, dass wir ja auswärts gefrühstückt haben. Mittag hatten wir dann nur eine Kleinigkeit, teilweise manchmal auch gar nichts, eigentlich immer dann so für den Lias halt hauptsächlich. Und dann haben wir halt eben gegen Abend erst richtig irgendwo auswärts gegessen. Groß halt eben. Genau. Und jetzt können wir es auf jeden Fall so machen, dass wir erstmal in Ruhe zu Hause, also in diesem Airbnb, frühstücken. Und wenn wir dann zum Beispiel an den Strand gehen und dort einige Stunden verbringen, dann können wir wirklich dann auch, weil das ist ja alles also alles in der Nähe, dann können wir wirklich zum Mittagessen auch mal ja, wieder in die Wohnung zurück und dann zum Beispiel abends irgendwo rumschlendern und keine Ahnung, vielleicht dann auch mal draußen was essen. Aber das ist schon jetzt das letzte Mal, das ist schon gut ins Geld gegangen, definitiv, weil wir wirklich die kompletten Tage, was ist denn hier eigentlich los? Wo kommen denn die ganzen Fäden her? Okay. Weil wir die ganzen Tage, wir waren das letzte Mal, ich glaube auch 10 Tage, siehst du, waren wir auch 10 Tage, haben wir ja wirklich morgens, mittags, abends komplett draußen gegessen. Also das ist schon krass gewesen, definitiv. Ist schon gut ins Geld gegangen. Und ja, deswegen finde ich ein Airbnb definitiv eine bessere Lösung, dass man da einfach nur mal im Supermarkt was einkaufen kann und dann auch mal
ja, selber was kochen kann, beziehungsweise vor allen Dingen auch halt Frühstück und so weiter. Genau, das ist echt mega genial. Vor allen Dingen, dass man dann da auch eine Küche hat mit einer Mikrowelle, dass man alles vorbereiten kann, wenn man mit den Babys unterwegs ist, dass man die Gläschen warm machen kann und sich die dann mitnehmen kann, halt eben so wie wir es hier auch machen in einem Behälter, so einem Thermosbehälter. Das Wasser vorkochen kann für Fläschchen und so weiter und so fort. Also, dass man einfach alles in Ruhe vorbereiten kann, wenn man unterwegs ist, sich keine Gedanken machen muss und so weiter und so fort. Auch mit Platz und so weiter. Also, ja, wir hatten eh das Problem, wir hatten uns unser altes Hotel mal angeschaut gehabt. Die sind richtig, richtig teuer geworden, by the way. Also generell, mein Mann hat auch verschiedene Hotels sich in Miami angeschaut und die sind von den Preisen her echt explodiert. Also, es ist richtig, richtig teuer geworden. Und da war es so gewesen, unser altes Hotel, da hätten wir jetzt 1,6 gezahlt für die 10 Nächte. Aber die hätten uns nicht zu fünft in ein Zimmer gelassen. Das heißt, man durfte maximal zu viert in ein Zimmer, also wo zwei Doppelbetten sind. Und das war schon sehr, 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 sehr beengt damals mit Lias. Letztes Jahr war es wirklich beengt. Und jetzt kommt noch ein Koffer dazu und noch ein Kinderwagen dazu. Also es wäre halt super eng geworden. Deswegen wollten wir da halt zwei Zimmer buchen. Das wäre dann aber so gewesen, dass wir halt eben ja auch zwei Zimmer zahlen müssen. Also zweimal 1600 Euro. Und wir haben jetzt Airbnbs gefunden, halt für den gleichen Preis, aber wo man dann halt die komplette Wohnung bekommt. Großer Unterschied. Und 1,6 durch 3 zu teilen ist was anderes als jetzt eben das, was ich gerade erzählt habe. Deswegen mega genial. Ja, da lohnt es sich auf jeden Fall nach zu schauen, wenn man sowieso ein Hotel bucht, ohne Frühstück und so weiter oder generell ohne Verpflegung, macht das auf jeden Fall Sinn. Genau. Und ja, Flüge und Co. Sind alles gebucht. Wir haben uns auch, das nervt ja immer so, gell? Also wenn man mit Kindern unterwegs ist, ist es ja immer nice, wenn man Sitzplätze reserviert, die halt eben in der ersten Reihe sind, dass man viel Platz hat. Hat mir damals mit Lias auch gemacht, als er noch kleiner war. Jetzt mittlerweile, wo die Jungs größer sind, hatten wir das fast gar nicht mehr gemacht. Also beziehungsweise doch, was ein Schwachsinn ich erzähle, doch, wir haben auch Plätze reserviert. Einfach, dass wir hundertprozentig zusammensitzen, weil das hat bei den kleinen Maschinen, die in die Türkei fliegen, da darf man nicht automatisch davon ausgehen, nur weil man eine Familie ist, dass man automatisch zusammensitzt. Das hat überhaupt nichts zu heißen. Diese Maschinen sind immer richtig komplett ausgebucht. Und da muss man einfach Glück haben. Und wir haben es jetzt immer so gemacht, dass wir uns nicht die erste Reihe, die ist meistens nämlich sehr, sehr teuer, die mit den Beinfreiheit, wir haben uns immer die zweite und die dritte Reihe. Ich glaube, das letzte Mal hatten wir die dritte und die vierte Reihe. Ich weiß es gar nicht mehr. Irgendwie sowas. Haben uns dann reserviert, dass wir zusammensitzen. Das hat mein Mann diesmal auch gemacht. Genau, da zahlt man halt immer was drauf. Und wir fliegen mit Lufthansa, mit der Boeing 747. Und da ist es so, dass man in der also es gibt ja immer verschiedene Blöcke, Abteilungen in dem ganzen Flugzeug. Und bei jedem Abteil gibt es die erste Reihe, die ja diese Beinfreiheit hat und die sogar Babybettchen haben. Also da kann man was runterklappen, wo die Kinder schlafen können. Das ist so genial. Und das habe ich jetzt für uns gebucht. Genau, da kann man nämlich bei der Boeing 747 ist ja so, man hat drei Sitzplätze, dann vier und dann wieder drei. Ich habe jetzt die Viererreihe genommen, weil bei den Dreierreihen ist nur ein Schlafplatz. Bei den Viererreihen sind zwei Schlafplätze. Genau. Und da habe ich jetzt einmal reserviert. Das hat 33 Euro gekostet. Für einen Sitzplatz. Also das heißt 33 Euro für mich jeweils, dann nochmal für meine Schwester, nochmal für meine Mutter, für die Kids natürlich nichts, die sitzen ja auf uns. Und das gleiche auch nochmal für den Rückflug. Das heißt, es sind fast 200 Euro nur für Sitzplatzreservierungen. Das hört sich sehr, sehr viel an, es ist auch unglaublich viel Geld, aber es lohnt sich extrem, weil die Kids, die Mädels sind dann zu dem Zeitpunkt etwas über, also die haben dann gerade ihren ersten Geburtstag hinter sich. Wir fliegen übrigens wieder im November über die Black Week. Musste natürlich sein. Also wir sind die Woche vor Black Friday und die Black Week halt eben da. Wobei wir an Black Friday nicht da sein werden, weil dieses Jahr fällt Samu sein Geburtstag auf Black Friday. Ja, aber es ist überhaupt nicht schlimm, weil letztes Jahr, als wir da waren, haben wir das ja, waren wir letztes
Wir waren doch letztes Jahr gar nicht. Waren wir letztes Jahr? Warte mal ganz kurz. Letztes Jahr waren wir gar nicht dort. Wir waren vorletztes Jahr. Letztes Jahr waren wir ja schwanger und hatten, beziehungsweise letztes Jahr haben wir gerade die Kids bekommen. Ich erzähle ständig letztes Jahr. Wir waren gar nicht letztes Jahr im November. Also 23, sondern 22 waren wir dort gewesen. Ja, auf jeden Fall haben wir, als wir dort waren, gemerkt, dass eigentlich, als wir dort angekommen sind, waren überall schon 50-70%. Also da, es gab dann in der Black Week an sich, gab es nochmal überall ein paar Steigerungen oder nochmal ein paar mehr Goodies sozusagen. Das heißt, was weiß ich, bei Bath & Body Works gibt es ja immer zum Beispiel dieses kaufe 6, zahl nur 3 Produkte. Oder dann gab es irgendwie Special bei Victoria's Secret nochmal eine Gratis-Tasche oder weiß der Geier was, ja. Aber es war dauerhaft, also es war überall krass reduziert, auch schon vor Black Week, aber in der Black Week überall. Und an Black Friday an sich, wo wir dachten, oh, da gibt es nochmal voll die krassen, keine Ahnung was Sachen, gab es gar nicht. Also es gab wirklich, die feiern da zwar klar Black Friday, Cyber Monday eigentlich nicht so, aber es gibt, man muss nicht auf Black Friday warten. Das ist aber in Deutschland mittlerweile auch so, dass wirklich die ganze Woche sozusagen überall tolle Angebote gibt, weil viele warten ja immer auf Black Friday, auf dass da nochmal ein krasser Special Deal kommt und keine Ahnung was. Das ist oftmals gar nicht so. Also ich habe viele Kooperationen ja, die dann wirklich sagen, zum Beispiel bei meinem Punkt, die dann sagen, hey, wir haben eine, was weiß ich, 2 Wochen lang, weiß ich, irgendeinen krassen Rabattcode und der ist dann aber die ganze Zeit gültig. Es gibt da nicht Special zu an Black Friday, nochmal on top dies und das. So, meine Schwester wollte kurz was wissen. Es ist nämlich gerade eine Freundin von ihr da und die liegen, sind draußen mit den Babys. Ich habe Lara zu ihr gegeben, weil ich hier einmal gerade die Wäsche machen wollte und jetzt verquatsche ich mich mit euch. Läuft bei mir. Also, auf jeden Fall lange Rede, kurzer Sinn. Wir werden am Donnerstag abreisen und am Freitag sind wir dann wieder in Deutschland zurück. Morgens irgendwann, keine Ahnung, irgendwann morgens sind wir auf jeden Fall wieder zurück, so dass, wenn die Jungs aus dem Kindergarten kommen, ich zu Hause bin. Das war mir unglaublich wichtig, dass ich am Geburtstag von Samu zu Hause bin. Also, dass mir Black Friday, Urlaub oder irgendwas, völlig scheißegal. Ich bin da auf jeden Fall safe at home, dass ich natürlich dann auch alles vorbereiten kann, weil wir dann ja am Sonntag auf jeden Fall seinen Geburtstag halt eben feiern. Aber an seinem besonderen Tag möchte ich definitiv zu Hause sein. Deswegen werden wir Black Friday an sich nicht dort verbringen. Aber wie gerade gesagt, das macht überhaupt gar keinen Unterschied. Dadurch, dass wir es jetzt da live mitbekommen haben und haben das gesehen, das war wirklich schon die Woche vor der Black Week, war dort schon alles überall im Sale. Das ist halt etwas, wo ich sagen muss, es gibt einige Städte in Amerika, wo die einfach wirklich durchweg teuer sind, die einfach teuer sind. Und dann gibt es andere Städte, wo man wirklich shoppen kann und zwar gefühlt rund ums Jahr. Also in Miami ist absolute Shoppingstadt. Da gibt es so, so tolle Malls, wo man grundsätzlich wenig Geld zahlt. Also da sind immer irgendwie tolle Angebote und. Da sind halt vor allen Dingen auch viele Marken. Also ich habe hier zum Beispiel, was hier in Deutschland zum Beispiel teuer ist, ist sowas wie Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Guess. Das sind teure Marken hier und die kriegst du dort für ein Apfel und ein Ei, um es dumm zu sagen. Also wirklich, die sind so krank günstig dort. Ich will ja unbedingt mich da eindecken mit Guess-Hosen. Ich habe mir 22, als wir dort waren, eine schwarze Guess-Jeans geholt und ich trage die ungelogen, Leute. Ich will wirklich nicht lügen, die Leute denken bestimmt schon, ich habe keine Klamotten im Schrank. Ich trage die bei jedem Anlass. Bei jedem Anlass. Bei jedem Geburtstag, bei jedem, egal was, trage ich die, weil es ist halt einfach eine schlichte schwarze Jeans. Ich kann immer verschiedene Oberteile dazu anziehen und vor allen Dingen fühle ich mich immer wohl da drin, weil die einfach sitzt, wie wenn sie für mich geschneidert wurde. Die hat halt so Stretch-Anteile und die ist einfach nur perfekt. Und hier in Deutschland zahlst du halt für deine Guess-Hosen 100 Euro aufwärts. Also wirklich aufwärts. Die können auch 200 kosten und so. Es ist so krank. Die Hosen oder generell die Marke Guess ist hier halt so übertrieben teuer. Du zahlst halt auch für eine Kette irgendwie 100 Euro und was weiß ich. Das ist so krank. Und dort zahlst du halt wirklich
Ich hatte für diese Hose, ich weiß noch, dass ich für die Hose 38 Dollar gezahlt hatte. Das ist ein Witz, das ist wirklich ein Witz. Also man zahlt halt mindestens 50% weniger, grundsätzlich. Und dann kommen aber noch diese ganzen Angebote zur Black Week. Das kommt dann on top und dann sind die Sachen halt gefühlt alle geschenkt. Deswegen sind wir damals auch dort so ausgerastet. Es ist einfach crazy, wenn ich mir hier irgendwie mal ein Tanga von Calvin Klein oder sowas bestelle, dann mache ich das ja sowieso alles nur über die Zalando Lounge App und selbst da zahle ich dann irgendwie so 12 € oder sowas, ja, also irgendwie sowas um den Dreh und die kosten ja normalerweise, glaube ich, 20. Und dort hatten wir, glaube ich, 30 Dollar gezahlt für ein Fünfer-Set. Also wo du dir dann auch selber alles zusammenstellen kannst und so weiter und so fort, ja. Oder dann halt auch die ganzen Läden, die es hier gar nicht gibt, sowas wie Bath & Body Works, Victoria's Secret. Ich raste aus. Also die nächsten 6 Monate heißt es echt hardcore sparen. Oh, ich freue mich so krank, ich freue mich so sehr. Ich liebe Miami, ich liebe die Stadt. Die Leute sind so locker und leben in den Tag und sind so freundlich und so gelassen. Wir waren ja dann, sind ja einen Tag nach New York rüber geflogen und dort hast du dann diese Hektik und alles ist so bam, bam, bam und keine Ahnung, alles ist teuer und da gibt's. Also dort war es echt, also da hat man nichts von Black Week mitbekommen, es war todesteuer. Auf jeden Fall ist für mich Miami wirklich das absolute Reiseziel. Das Einzige, was daran halt echt krass ist, ist einfach die Flugzeit, weil man fliegt einfach 10 Stunden. 10. Das ist wirklich crazy. 10 Stunden 20. Es ist übertrieben lang. Und deswegen, da habe ich gar keinen Bock drauf. Aber deswegen eben auch dieses, habe ich extra dieses Sitze gebucht. Ja, aber ansonsten, wie gesagt, die Umgebung, Meer, Strand, die ganze Stadt, die Leute, das Essen, die Shoppingmöglichkeiten, das ist für mich einfach so ein Rundumpaket für das, was ich von einem Urlaub möchte, sozusagen. Ja, deswegen, wir haben uns wieder für Miami entschieden und freuen uns sehr, 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 da in der Black Week wieder anwesend zu sein. Ich freue mich so sehr. Falls jetzt jemand fragen sollte, was denn mit den Jungs ist. Lias ist zu diesem Zeitpunkt schulpflichtig. Er kann nicht mehr einfach so mit uns mitreisen. Das funktioniert einfach nicht mehr. Das zu Lias. Und zu Samu, der würde selber auch freiwillig gar nicht mitkommen. Also das Ding ist einfach, Samu ist, der fängt nach 2 Stunden an, hat keinen Bock mehr im Flugzeug zu sitzen. Also es wird auch wieder lustig werden. Ich sitze mit Elias und Lara zusammen, jetzt, wenn wir nach in die Türkei fliegen. Und es ist alles, das wird alles klar gehen. Und mein Mann muss sich um Samu kümmern, weil der muss entertained werden. Wenn ich mir vorstelle, mit 2 Babys und Samu zu fliegen auf einem 10-Stunden-Flug, Horrorvorstellung. Der Samu ist wirklich nicht. Den Lias, den konnte ich hinsetzen, der hat mit mir gespielt, der hat sich Sachen durchgelesen, also Zeitschriften geschaut, hatte ich ihm welche gekauft, der hat Filme und Serien geschaut und das war alles total easy going. Der Samu, den kann man damit nicht locken, also mit schau mal Serie oder Fernseher oder sowas, das interessiert ihn überhaupt gar nicht. Der guckt sich ja sehr wohl mal dann irgendwie eine Serie oder sowas an, aber nicht über so viele Stunden, also. Keine Chance. Ich würde mit denen auf und ablaufen müssen und keine Ahnung was. Und dann habe ich aber auch noch Lara. Also das ist also vom Flug her Katastrophe und auch vom Land an sich. Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Der Samu, der braucht seinen Pool. Der ist auch kein so ein großer Strand. Also so im Sand und so spielen, das mag er schon. Aber so Meer und sowas, das mit den Wellen, das ist ihm alles nicht so geheuer. Er mag es eher halt eben im Pool zu spielen, wo er alles sehen kann. Und Samu ist überhaupt kein Typ zum Laufen. Das habe ich euch ja schon oft gesagt, dass wir auch in der Vergangenheit immer Probleme hatten, vom Kindergarten hierher zu laufen. Leute, das ist ein 5-Minuten-Weg. Noch nicht mal. Mittlerweile läuft er übrigens. Also Wege ist schon lange, ist alles in Ordnung. Aber lange Strecken, mein Mann muss ihn so oft auf den Schultern tragen, wenn er wirklich müde und kaputt ist. Und ja. Wenn wir zum Beispiel, jetzt sind wir ja letztens zum Beispiel hier runtergelaufen zum Deich. Also ich war ja mit den Jungs auf dem Spielplatz, dann bin ich mit denen, das läuft auch überall hin, ist alles in Ordnung. Aber das sind ja kurze Strecken von hier aus bis zum Spielplatz sind vielleicht 10 Minuten gelaufen. Dann sind wir vielleicht
noch nicht mal 15 Minuten runter zum Deichmann. Und dann kam ja mein Mann und wir haben Eis gegessen. Und auf dem Rückweg wollte der Samu schon nicht mehr laufen. Ich habe den wirklich hinter mir hergezogen, bis mein Mann ihn dann irgendwann getragen hat. Also er ist wirklich, egal wo wir sind, es ist ab einem gewissen Zeitpunkt, macht er einfach so einen Terror, dass er nicht laufen möchte. Das ist eine Katastrophe. Ich habe zu meinem Mann auch gesagt, bin sehr gespannt, wie es im Urlaub dieses Jahr wird. Letztes Jahr hatten wir tatsächlich ja noch einen Buggy mitgenommen. Da war er auch noch 3 Jahre alt. Da konnte man noch sagen, so okay, komm, der ist 3 Jahre alt, passt schon. Den Buggy haben wir tatsächlich auch nur für abends benutzt. Also über den Tag ist er schon, wobei wir über den Tag nicht großartig gelaufen sind. Wir sind ja am Pool oder am Strand und laufen dann mal zum Essen oder sowas. Aber gerade abends nach dem Essen, wenn wir dann halt eben noch rumgelaufen sind oder zu dieser Kinderdisco und so weiter, der wollte dann immer direkt in den Wagen, weil er keinen Bock hatte zu laufen. Und ich weiß ganz genau, dass es dieses Jahr Terror geben wird, weil wir werden safe keine 2 Buggys mitnehmen, bei aller Liebe nicht. Und er ist jetzt 4 Jahre alt, fast 4,5 Jahre alt und der muss halt echt jetzt, also das funktioniert halt eben nicht, ja. Aber ich weiß ganz genau, es wird Terror geben. Und wenn ich mir mit Samu vorstelle, die ganze Zeit in Miami rumzulaufen. Also wir sind ja dann wirklich ab mittags jeden Tag immer unterwegs gewesen, sind gelaufen abends. Und ich hatte ja damals für den Lias, der war ja dann auch schon 5, hatte ich ja trotzdem den Buggy mitgenommen, weil ich wusste, ey, da kann ich die ganze Zeit laufen. Auch abends ist er ja dann irgendwann gegen 7, 8 immer eingeschlafen, hat dann im Buggy da gelegen. Ich habe das immer so in der Liegefunktion gehabt. Der hat dann geschlafen und wir sind dann rumgeschlendert, sind noch essen gegangen durch ein paar Geschäfte und einfach die Straßen auf und ab gelaufen. Das heißt, es wäre ja bei Samu genauso. Das heißt, wir müssten schon mal auf jeden Fall mit 2 Buggys reisen, weil er gar keinen Bock hätte. Und mit Lias war es halt so, der hatte ja natürlich auch keinen Bock gehabt die ganze Zeit auf unsere Shopping-Aktionen. Aber ihn konnte ich immer mal wieder ablenken. Wir haben dann immer irgendwas für ihn auch gemacht und sind dann auch mal in so Spielzeuggeschäfte rein. Und er hat aber auch tatsächlich immer wieder im Buggy gesessen und hat dann mit seinem Tablet was geguckt oder sowas. Ja, wenn wir irgendwo mal länger in einem Geschäft drin waren. Und der Samu hätte da aber ganz schnell, würde er sagen, mir ist langweilig, ich will nicht, blablabla, keine Ahnung. Also er ist einfach vom Charakter her ganz, ganz, ganz anders als Lias. Und mit ihm brauchst du wirklich so einen All-Inclusive-Urlaub in irgendeinem Resort chillen. Gar kein Thema. Wenn wir zum Beispiel sowas wie wir in Mexiko gemacht haben, hätte man ihn locker mitnehmen können. Aber das mit Miami, mit dem ganzen Shoppen gehen und rumlaufen, viel, viel, viel laufen, das ist überhaupt nicht sein Ding. Und das macht überhaupt gar keinen Sinn, ihn da mitzunehmen. Also das keine Chance. Ja, wollte ich jetzt einmal kurz erklärt haben. Für alle, die sich denken, oh, ihr seid schon so viel mit Lias verreist und jetzt auch mit den Mädels und Samu kommt mal wieder zu kurz. Das denken sich jetzt wahrscheinlich einige. Wollte ich das jetzt einmal kurz erklärt haben. Ich würde den Samu einfach keinen Gefallen tun. Das ist halt eben das Ding. Ich würde ihm gar keinen Gefallen tun. Das ist einfach nicht sein Fall. Und es ist ja nicht so, dass er nichts erlebt. Wir fliegen ja in den Familienurlaub jetzt und genau. So viel dazu. Ja. Es geht einfach mal wieder nach Miami. Boah, genial. Ja, so, jetzt aber genug gequatscht. Ich wollte eigentlich die Info nur mal kurz weitergeben und jetzt habe ich super lange gequatscht. Ich habe jetzt vor, ich habe hier nämlich die ganzen Sommersachen, da hinten ist noch ein Wäschekorb, die ganzen Sommersachen von den Jungs durchgewaschen. Mein Mann hat hier schon alles vorgefaltet und sortiert. Ich muss nur gucken, ob ich da durchblicke. Ich werde jetzt aber als erstes diese Kiste mitnehmen. Da sind Sachen drin, die dem Lias zu klein sind, dem Samu aber noch zu groß sind. Genau, da werde ich jetzt ein paar Sachen von Lias auch sortieren. Und ich habe drüben noch eine leere Kiste. Da kommen jetzt die Sachen rein von Samu, wo ich weiß, dass sie ihm nächstes Jahr oder für den Herbst, Winter nicht mehr passen. Wo es halt wirklich jetzt schon sehr knackig ist, die wirklich weg können. Genau, und dann kommen die ganzen Sommersachen endlich rein.